So, meine Lieben, und damit das Willkommen zur 10. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem ersten FC Magdeburg. Und zum Anlass dieser zweistelligen Folgenanzahl, Special, was auch immer, spielen wir heute gegen Hansa Rostock, Freunde. Der Tabellenzweite gegen den Tabellenzwanzigsten. Von ganz da unten grüßt Hansa Rostock. 6 Spiele, 0 Siege, 2 Unentschieden und dementsprechend 2 Punkte. 9 Gegentore kassiert. Das ist viel, aber geht sogar noch, wenn man sich das mal anschaut. Aber nur 2 erzielt. Mit Abstand die schlechteste Offensive der Liga, die zweitschlechteste Defensive und dementsprechend Tabellenletzter. Und heute spielen wir gegen Rostock und das Ganze auch noch zu Hause. Also das vermeintlich leichteste Spiel, auf der anderen Seite auch vielleicht das vermeintlich schwerste, weil wir eigentlich nichts, die können nichts verlieren und wir können sehr viel verlieren. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da werden wir uns heute drum kümmern. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe einfach mal, dass diese Folge bei euch jetzt gerade auch in der Abo-Box erscheint. Ich hatte mega Probleme gestern auch mit dem Intervideo, das ging gar nicht klar, das erschien überhaupt nicht, deswegen musste ich es dann nochmal neu hochladen, falls der ein oder andere sich gewundert hat, warum das dann irgendwie nochmal kam. Wobei, ihr habt euch nochmal nicht gewundert, weil das hat nach einer halben Stunde irgendwie, ich glaube, 50 Aufrufe oder so gehabt. Das hat gar keiner gesehen, aber wirklich niemand. Sprich, ich hoffe, das klappt. Und an der Stelle auch nochmal danke für die ganzen Kommentare unter dem letzten und unter dem vorletzten Part. Der letzte Part war ja eine Vorproduktion, heißt, im letzten Part konnte ich noch nicht auf die Kommentare des Vorletzten eingehen, Freunde, kompliziert. Und da haben wir aber eine ganz wichtige Personalentscheidung getroffen, beziehungsweise vielmehr ihr. Nämlich habe ich euch gefragt, wen lassen wir spielen, Glinker oder Brunst? Und ihr habt gemeint, Schlappi, Brunst. 81% der Leute, die abgestimmt haben, haben gemeint, Schlappi, Brunst muss rein. Dementsprechend, wir haben den neuen Stammkeeper, jetzt also der 22-jährige Brunst, der auch mittlerweile vom Rating 2 Stärkepunkte besser ist als Glinker. Glinker, der 33-jährige Oldie, der dementsprechend jetzt also nur noch Ersatz ist. Von dem her, danke an alle, die mitgemacht haben. 81% ist, glaube ich, sehr, sehr aussagekräftig. Heißt, da werden wir dann dementsprechend noch erstmal so verbleiben. Das dazu. Dann, ich habe mir nebenbei nochmal die YouTube-Kommentare direkt aufgemacht vom letzten Part hier nochmal. Wo ihr geschrieben habt, zum einen, du kannst auch außerhalb der Transferperiode Spieler verpflichten, die dann zu Beginn der nächsten Transferperiode zum Verein stoßen. So kann man schon rechtzeitig ohne große Konkurrenz zur Verstärkung sorgen, schreibt Konst. Weiß ich, werden wir auch tun. Allerdings will ich erst noch 1, 2, 3 Spiele vielleicht machen und dann mal langsam anfangen. Sprich, ihr könnt euch, wenn ihr Bock habt, ja schon mal die Spiele ein bisschen anschauen, Gedanken machen, wo wir eventuell nochmal Verstärkung bräuchten. Wir haben uns ja schon um ZOM-Stürmerposition eventuell, haben wir schon mal Gedanken gemacht, ob man da was holt. Hat sich dann irgendwie noch nicht so ganz ergeben, weil irgendwie haben wir es dann auch nicht unbedingt gebraucht und wollten erstmal schauen, wie unser Kader so ist und bla bla bla. Sprich, das war, und was ich auch noch sehr interessant fand, Torberm Werder hat geschrieben, kleiner Hinweis an Lukas und den Rest, bei den Vorvertragsverhandlungen für Spieler, deren Vertrag ausläuft, lauert der nächste Bug. Spieler wechseln bei einer Restvertragslaufzeit von 6 Monaten nicht zur Sommertransferperiode, sondern erst ein Jahr später im nächsten Winter. Nach Vertragsablauf bleiben sie bei ihrem Verein und du kannst nichts machen. Auch wenn dein Spieler deinen Vertrag per Vorvertrag verlassen hat. Bla 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 und so weiter und so fort. Einige Kommentare waren drunter, die geschrieben haben, nee, irgendwie war das nicht so. Einige dann wieder, doch, war schon. Und keine Ahnung. Und dann hat Werder nochmal geschrieben, der Bug wurde jetzt aufgeklärt, das soll bei jedem passieren, der das erste Transferfenster geschlossen hat. Dementsprechend müsste das bei uns nicht passieren. Aber wenn irgendwie mal was Komisches passiert, wollte ich jetzt einfach nur mal ansprechen, dann erinnert mich gerne nochmal an die heutige 10. Folge und sagt, Schlappi, da hast du mal was vorgelesen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber sollte dann eigentlich geklärt sein. Sollte dann eigentlich geklärt sein. Das auf jeden Fall auch nochmal als kleine Nebeninformation. Und was ich auch nochmal ansprechen wollte, Sachen wie Tor des Monats und die ganzen Man of the Match Umfragen haben wir ja schon beantwortet, wird es vorerst erstmal nicht geben, dadurch, dass ich auch einige Male vorproduziere, also nochmal für alle, wenn ich jetzt eigentlich derweil ins Spiel reingehen kann, oder? Ich will nochmal kurz über die Ziele reden, aber das machen wir nach dem Spiel, ich hoffe, ich denke dann dran. Für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, ich glaube, ich habe das, ui, das ist ja stimmt, das, ihr habt gemeint, das ist Hass, ihr habt gemeint, das ist so ein bisschen Hass hier, zwischen Magdeburg und Rostock. Müssen wir irgendwas machen? Nee, ne? Passt alles. Passt alles. Backlook, schaut euch mal die Form an. Was willst du da machen? Brunst, erstes Spiel als Stammkeeper. Let's go. Ich habe schon mal, ich glaube, in der Inter-Mailand-Karriere angesprochen, dass ich ja weiterhin erstmal, auch wenn ihr natürlich täglich eure YouTube-Videos bekommt, bis auf Montag, aber trotzdem Twitch sozusagen erstmal das Hauptaugenmerk ist und danach praktisch YouTube kommt, so gesehen. Und dementsprechend habe ich mir vorgenommen, damit ich jetzt auch nicht jeden Tag ein YouTube-Video aufnehme und jeden Tag auch nochmal 4-5 Stunden stream, irgendwann auch wenn ich den besten Job des Lebens dank euch habe und mir nichts Schöneres vorstellen kann, aber auch beim geilsten Job des Lebens willst du nicht 24/7 jeden Tag nur die ganze Zeit FIFA zocken. Und damit ich da wie gesagt auch nochmal das ein oder andere Päuslein mit am Start habe,
habe ich mir vorgenommen, immer montags und donnerstags meine Videos aufzunehmen. Heißt, montags 3 Videos aufnehmen, das Video für Dienstag, für Mittwoch, für Donnerstag. Am Donnerstag 3 Videos aufnehmen, für Freitag, für Samstag, für Sonntag. Und dann ist wieder Montag. Heißt, ich werde da auch sehr, sehr, sehr viele Folgen oder die immer wieder Folgen vorproduzieren und dementsprechend dann nicht immer direkt auf eure Kommentare aus dem letzten Part eingehen. Heute ist es zum Beispiel anders. Heute habe ich jetzt, weil ich ja die letzten 2 schon vorproduziert habe, ne, und blablabla. Müsst ihr auch nicht wissen, nur damit ihr da grob mal Bescheid wisst, wie das Ganze abläuft und dass ich da halt das zumindest jetzt vorerst mal weglassen würde, vor allem Man-of-the-Match-Abstimmung. Ist dann, finde ich, ein bisschen schwierig, wenn ich dann irgendwie, vor allem mit dem abwechselnden Modus zwischen Inter und Magdeburg, dann irgendwie gefühlt 3-4 Tage später oder 5 Tage später euch sag, wer dann vor 5 Tagen der Man of the Match in dem Spiel war und bla bla bla. Deswegen lassen wir das erstmal, aber gut, andere Geschichte, erinnert mich dran, auch obwohl ihr könnt mich nicht dran erinnern, weil das ist ja, ihr seht es ja erst später. Ich muss mir noch die Ziele anschauen. Da war nämlich auch noch ein Kommentar, die will ich mir nochmal kurz anschauen danach. Wie weit wir da fortgeschritten sind. Aber das machen wir dann. Jetzt erstmal Konzentration. Dritte Liga, das vermeintlich schwierigste, aber auch vermeintlich leichteste Spiel in der Saison. Tabellenzweiter, richtig gute Form, die wir haben. Und wir spielen gegen Rostock, die bisher noch keinen einzigen Sieg eingefahren haben. Keinen einzigen Dreier in 3 Spielen, stehen mit dem Rücken zur Wand. Und dementsprechend können die heute hier auch noch bei uns, die Rostocker sind ja zu Gast bei uns, können die eigentlich nichts verlieren, Freunde. Wetter spielt auch noch ein bisschen in deren Karten. Schönes, regnerisches, schauerisches Wetter. Aber gut. Also, wir gucken rein. Aufstellung, wie gesagt, 11 Mann am Start. Nur eine Veränderung, nämlich Brunz, der reinkommt für Glinka, also unser neuer Stammkeeper. Sonst weiterhin alles ganz, ganz beim Alten. Gibt nichts Neues. Triplets natürlich drin, habt ihr ja gefordert. Links Niemeyer. Und ich glaube, ihr habt auch gemeint, ich muss nochmal die Verträge anschauen. Fällt mir auch gerade ein. Aber das werden wir dann auch so peu à peu machen. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal am 7. Spieltag. Also da kann man auch mal kurz chillen. Wir hatten die erste Transferperiode gerade mal hinter uns. Ich gehe mal auf Offensiv gleich. Da kann man jetzt auch erstmal sich ein bisschen um Sportliche kümmern und dann so vielleicht ab Spieltag 10 oder so sich wieder um den ein oder anderen Transfer, die ein oder andere Vertragsverhandlung und kümmern. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Jetzt aber Konzentration, Freunde. Am besten hier gleich gut loslegen. So ein frühes Türchen wäre natürlich perfekt gegen den Gegner, der wahrscheinlich sehr, sehr tief stehen wird. Da ist gleich mal die erste Chance. Das ist Wahnsinn! Beck mit dem 1:0 führt. Das kann er gar nicht. Nein! Das ist gerade nicht passiert. Also, wir müssen uns das nochmal überlegen mit der Tor des Monats-Abstimmung. Was macht Beck denn da? Ich werde bekloppt. Schau dich mal das Ding an. Der knödelt den aber sowas von da ins Tor. Keine Chance für den Keeper. Ach, du heilige Beck. Du Gott. Beck, du Gott. Jungs, ich bin komplett aus dem Häuschen. 4. Minute, Christian Beck. 3. Tor in der 3. Liga in der 5. Minute. Das ist ein Start. Gerade laber ich noch vom frühen Tor. Boah, und dann kloppt er den. Alter, okay, ich bin kurz davor, erstmal Pause zu drücken und runterzukommen. Das bisher mit Abstand schönste Tor. Ich dachte mir, komm, 5. Minute, hau halt einfach mal drauf. Vielleicht klappt's. Und dann knödelt der Beck einen raus. Puh, okay. Durchschnaufen, alles gut, Jungs. Weiter Gas geben. Low Camper. Da ist wieder Beck. Da ist wieder Beck. Oh, da laufen wir leider nicht mit. Ist das ein Start? Ich werde verrückt. Ludwig. Oh, spielt er den? Der spielt den wunderbar. Nächste Möglichkeit, der war auch wieder gut gespielt. Schon wieder eine ähnliche Situation, aber da kommen wir nicht ganz hin. Gibt erstmal den Abstoß. Also, frühe Führung in Magdeburg durch einen absoluten Traumtreffer von Beck in Minute 5. Da nimmt er den Volley, Freunde. Wenn da jetzt nicht bald Barcelona bei Beck anklingelt, dann weiß ich aber auch nicht. Natürlich alles nur Spaß. So, wir schieben mal an. Türpilz über die Seite. Türpilz in die Mitte gelegt. Wieder Beck, kommt nicht ganz hin. Gruppe kann klären. Aber Rostock bisher... ja, noch nicht wirklich aktiv. Da passiert gar nichts. Kommen da hinten kaum raus. Verlieren viele, viele Bälle da im Mittelfeld. Und wir machen das bisher nicht nur wegen dem Tor, auch so sehr, sehr souverän. Jetzt allerdings die Möglichkeit. Busian oder so kommt über die linke Seite. Wir kommen nicht hinterher. Und dann ist die Chance da. Aber Brunst hat den. Uiuiui. Das war eine richtig gute Chance für Rostock, die dann mit etwas Pech nicht an den Ball kommen. Ganz tief durchlaufen. Oh, das war schlecht gespielt von mir. Jetzt konzentrieren. Erdmann. Da ist Selçuk Alibas. Sollten wir kriegen. Kriegen wir gut von Hamann. Sowieso braucht fast ein bisschen zu lang, macht er aber stark. Türpitz. Kontermöglichkeit. Ludwig. Guter Ball auf. Lohkämper. Lohkämper auf Beck. Beck. Oh, und der war natürlich dann im Abseits. Aber trotzdem. Gute Aktion. Bisschen zu lang gebraucht von Beck. Fügt da noch einen wunderschönen Skill mit ein. Aber am Ende reicht es leider nicht für eine Top-Chance zum 2:0. Nächster Angriff rollt. Ludwig. Schön nach oben. Lohkämper. Beck. Bleibt wieder hängen. Aber schaut mal an, was wir da für Lücken kriegen von Rostock. Also, gefühlt jedes Mal, egal wo wir den Mann anspielen, wir haben erstmal noch ungefähr 1 Meter Platz
bis überhaupt mal ein Verteidiger kommt. Die stehen dermaßen weit weg von uns. Machen das aber dann in der Offensive gar nicht so schlecht. Kommen dann wieder über Busian. Merken natürlich, klar, wir spielen mit einer Dreierkette. Da ist dann durchaus mal auf den Flügeln ein bisschen Platz. Nutzen das zumindest ansatzweise mal ganz gut aus. Bischoff. Schönes Dribbling. Holthaus. Oh, kommen wir nicht in den Zweikampf. Holthaus nach oben gelegt auf Alibas. Das darf nicht passieren. Niemeyer und Klopp weg das Ding. Gut gemacht von Bruns. Das wäre natürlich ein Ding, wenn der heute gleich mal patzt. Aber sieht soweit ordentlich aus. Wieder Holthaus. Wieder über den linken Flügel. Über rechts geht noch gar nichts. Aber über links sehr, sehr gefährlich. Was die da machen. Das war alles andere als so gewollt. Aber der Ball ging drüber. Da habe ich mit... Hä? Warum gibt es denn jetzt gerade einen Freistoß? Es gibt einen... Okay. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt gerade hier einen Freistoß gibt. Aufpassen, was die da machen. Ah! Außenpfosten. Bischoff. Riesenmöglichkeit für Hansa. Nächste gute Chance. Gucken wir uns nochmal kurz in der Wiederholung an. Der hätte fast perfekt gepasst. Schaut euch den Freistoß an. Besser geht's fast nicht. Bisschen weiter rechts und das ist ein nächstes Traumtor hier. Hab jetzt aber trotzdem immer noch nicht ganz erkannt, warum es einen Freistoß gab gerade. Gefühlt war da irgendwie niemand dran und niemand hat wen berührt. Aber vielleicht bin ich blind. Es kann auch gut sein. Jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit. Erdmann. Oh, schön gespielt. Beck. Perfekt in den Lauf von Ludwig. 2:0. 30. Minute. Das Spiel ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben gegen den Tabellenletzten. Wir machen das stark. Wir kriegen die Lücken. Das ist eigentlich relativ einfacher Fußball. Rostock kommt da nicht hinterher. Und Ludwig mit dem zweiten Treffer in dieser Partie. Das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr beruhigender Vorsprung. Und wenn wir uns jetzt nicht komplett anstellen, wobei man nicht, also ne, man darf die Rostocker nicht unterschätzen in der Offensive. Ihr habt es gesehen, die hatten jetzt durchaus zwei gute Chancen. Aber wenn wir uns nicht ganz anstellen, dann sollte das eigentlich reichen. Und Alibas, der grätscht so ein bisschen nach hinten rein, hat aber den Ball gespielt. Dementsprechend kein Elfmeter richtig entschieden. Rankovic über rechts, 15 Minuten noch in Durchgang 1. Wäre natürlich so geil, wenn wir jetzt noch ein drittes Tor sogar machen könnten, denn dann könnten, was ist denn jetzt schon wieder? Dann könnten wir vielleicht nochmal wechseln und zwar den ein oder anderen mal bringen, der vielleicht aktuell noch nicht so viel Spielpraxis bekommen hat. Das ist natürlich eine Partie, die dafür prädestiniert ist, Freunde. Hier natürlich ein bisschen dann durchzutauschen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ganz klare Geschichte. Schäfer. Aber dafür will ich erst nochmal ein drittes Türchen. Dann können wir wirklich ganz, ganz groß durchwechseln. Bei zwei Toren ist es noch mir ein bisschen unsicher. Wir erinnern uns an den ersten Spieltag in dieser Karriere. Und ja, wissen wieder ganz schnell, was da passiert ist, Freunde. Dementsprechend aufpassen. Erdmann. Kommen wir nicht hin. Benyama auf Alibas. Kommt über die Seite. Gut in den Zweikampf, aber war ein Foulspiel dabei von Hamann. Gibt erstmal den Freistoß in der 40. 5 Minuten noch in Durchgang 1. Alibas. Ball ist da, aber Brunst ist noch mehr da. Fängt den wunderbar ab. Und macht das stark. Wirft den Ball nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will, aber alles gut. Vielleicht jetzt mal nochmal über außen kommen. 4 Minuten noch. Gibt es nochmal die eine Chance? Niemeyer. Beck wartet auf Niemeyer. Niemeyer kriegt ihn. Oh, Niemeyer bleibt dann wieder an Rankovic hängen. Ich schätze, wir gehen hier mit einem 2-0 in die Pause. Henning. Da ist Bischoff. Wieder Henning. Nach oben gelegt auf Alibas. Alibas. Ja, das ist nochmal ein richtig guter Ball. Aufpassen auf Rankovic. Kommt über die rechte Seite. Und da ist die Chance. Und der ist aber weg. Benjamina heißt er nicht, Benjama. Benjamina und damit dürfte es das gewesen sein, Jungs. 3 Minuten werden angezeigt. Ich bolze jetzt den Ball nochmal Richtung Beck. Und dann denke ich, war es das hier in den ersten 45 Minuten. Fragezeichen. Gruppe nochmal auf Rankovic. Also gefühlt erst nur über links Rostock, jetzt nur noch über rechts. Also variabel spielen die da nicht unbedingt. Der Ball war gut. Ludwig. Hüsing kommt gerade nochmal dazwischen. Oh, das wäre eine Riesenchance eigentlich hier nochmal gewesen. Aber damit gehen wir rein in die Pause, Jungs. 0:2 der Spielstand aus Sicht der Rostocker. 2:0 aus unserer Sicht. Das müssen wir ja so formulieren. Wir gucken mal. Zwickau führt in Münster. Jena in Erfurt. Groß-Asbach, Osnabrück 1:1. Lotte führt gegen Unterhaching. Ahlen führt in Meppen. Und der SV Werder Bremen 2 mit einer 1:0-Führung gegen Fortuna Köln. Das also soweit die anderen Spielstände auf den anderen Plätzen. Aber ihr merkt schon, auch wenn ich die natürlich immer vorlese, aber die interessieren uns an sich jetzt erstmal noch nicht so wirklich. Die Tabelle ist... Natürlich soll man da ein klein wenig drauf schauen, gar keine Frage. Jetzt erstmal aufpassen, da ist Lohkemper. Gut gemacht. Aber sie ist natürlich auch erstmal trotzdem unwichtig. Einfach selber die Punkte sammeln und dann kann man später mal schauen, wer so die Konkurrenten und bla 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 werden. Aber schlechter Ball.
Das hilft uns aktuell nicht wirklich weiter, wenn wir jetzt wissen, wer auf 1 ist und wie der gerade spielt, weil wir erstmal unsere Punkte einfahren müssen. Und Busian, da müssen wir jetzt aufpassen, das ist eine Riesenchance. Ich stehe noch auf Offensiv. Busian und dann ist er drin. Benjamin hat 2-1 eiskalt ausgekontert und man muss sagen, das geht durchaus in Ordnung, dass Rostock hier ein Tor macht. 51. Das geht durchaus in Ordnung. Da können wir uns nicht beschweren. Die dritte gute Chance, ein Aluminiumtreffer. Rostock zurück im Business. War ein Fehler von mir. War ein ganz klarer Fehler von mir, weil ich noch auf Offensiv stand. Ich hätte einfach schon direkt nach der Halbzeit auf ausgeglichen oder sogar defensiv gehen müssen. Dann wäre das wahrscheinlich nicht unbedingt passiert. Aber aus Fehlern lernt man. Beck. Ja, macht er gut. Das ist wunderbar gespielt. Türpitz nach unten gelegt. Wieder in die Mitte. Das ist ja genial. Und dann geht er nicht rein. Gerade noch Nakayama am Ball. Wunderschöner Spielzug, Freunde. So, erster Wechsel. Stefan Vanenmitsch kommt rein für Tommy Grube. Und wir kriegen die Ecke. Die bringen wir jetzt mal hier auf einen kurzen Pfosten. Schauen wir mal. Ja, das hat gut funktioniert. Nämlich gar nicht. 54. Wir gehen jetzt auch rein. Ich werde trotzdem auch was tun. Die Frage ist, was wir tun. Die Frage ist, was wir tun. Ich glaube, ich mache mal wieder unseren alten Trick. Man kennt ihn, wir gehen auf ein 5-3-2. Sprich, ein bisschen defensiver. Trotzdem grundsätzlich, prinzipiell mehr oder weniger zumindest dasselbe. So, Lokemper muss natürlich vorne rein. Türpitz auf die RV-Position. Sowieso wieder ins ZM. Ludwig bleibt hier, Niemeyer muss natürlich nach links hinten für Erdmann. Und dann bringe ich, glaube ich, auf links mal, Weil ist nicht wirklich schnell, ne? Hamann ist am schnellsten. Ich glaube, Hamann war auch Linksverteidiger, ne? So schaut's aus. Das passt. Türpitz auf rechts ist in Ordnung. Ludwig, sowieso Erdmann. Ich nehme, glaube ich, mal Ludwig raus und bringe nochmal Roter. Und dann bringen wir eventuell nochmal Charhead. Und dann passt das. Von den Anweisungen muss ich jetzt nur nochmal schnell mitgeben. Stets überlaufen, damit die da nicht hinten bleiben, die Boys. Und dann... ist das in Ordnung? Den Rest lasse ich mal soweit, glaube ich, auf Standard. Also, Systemumstellung. Wir schauen mal, inwieweit das gut ist. Hat sich ja bisher mal ganz gut ergeben, wenn wir taktisch umgestellt haben. Saiz, aufpassen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieder Benjamina. Das kann nicht sein, Jungs. Wir gehen auf Defensiv. Warum haben wir denn, das war ein ganz normaler Abstoß, auf einmal hier hinten so dermaßen große Lücken. Gegen die schlechteste Offensive der Liga. Das darf nicht passieren, ja. Nee, egal ob 4-2-4 oder was auch immer wir bisher umgestellt haben, das hat eigentlich stets ganz ordentlich funktioniert. Lokemper, Golasso. Oh, ich wollte schon schreien, Golasso. Ich wollte schon aussprechen. Ah, das war Karma. Darfst du dich nicht zu früh freuen. Zweiter Aluminiumtreffer in dieser Partie. Einer für Schwarz, einer für uns. Tief durchschnaufen. Ah, der Ball war schlecht. Habe ich ein bisschen anders vorgestellt, wie da die Laufwege sind. Bischoff, da ist wieder Bischoff. Gut auf Benjamina. Henning. Wechselfreudig, Schiller IV, da steht was geschrieben. Schauen wir mal. Scheinbar gibt es da paar Gerüchte auf dem Transfermarkt. Müssen wir uns mal später mit befassen. Erdmann, Ludwig, stark gemacht. Dürfte jetzt dann gleich ausgewechselt werden. Nochmal Beck. Kein Abseits, Lokemper. 3-1, 66. Minute in Magdeburg. Und sorry übrigens für den Standardjubel. Ich bin dazu gewohnt von Football, mir der Jubel scheißegal ist. Dass ich das immer wieder verpeilt, ihn zu machen. Weil ich mich einfach nur freue. Aber Lokemper macht die Bude. 3-1, das dürfte jetzt die Entscheidung sein. Komplett schlecht, wie die Jungs da hinten stehen von Rostock. Also das ist schon krass zum Teil, ne? Offensiv echt nicht schlecht. Ich wundere es, dass die da den schlechtesten Angriff der Liga haben. Weil das ist nicht schlecht, was die da heute zeigen. Aber in der Defensive sind da Lücken. Und sind da Räume, die sich ergeben. Das ist, da musst du dich nicht wundern, wenn du ganz hinten stehst. Und Lokemper also mit dem Türchen, damit können wir eigentlich auch nochmal den letzten Wechsel auch nochmal vornehmen. Das mache ich jetzt noch und bring nochmal Charhead. Frage ist, für wen? Ich glaube, ich nehme Beck raus. Oder bringe ich Düker? Ich bring Düker. Komm, wir bringen mal Düker, ähnlicher Spielertyp. Dann passt das. Dann wechseln wir mal so. Ich glaube, Charhead, haben wir den nicht sogar im letzten Part eingewechselt? Ist leider schon wieder ein bisschen her, die Aufnahme. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Ich meine, da war was. Vanenmitsch. Oh, nächster dicker, fetter Patzer da. Das darf halt nicht passieren. Roter, guter Ball. Beck. Kriegt er den noch? Schauen wir mal, ob wir da nochmal drauf pressen können. Können wir? Und ja. Beck klärt zumindest in Anführungszeichen zum Abstoß. Geht jetzt auch raus. Das war seine letzte Aktion. Und damit gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit, den Ball nach vorne zu dreschen. Freunde, 20 Minuten. Das gibt dir den Sieg. Und das ist ein Sieg, der natürlich auch absolut Pflicht war heute hier. Zu Hause gegen Rostock. Trotzdem
Solche Partien, die darfst du nicht unterschätzen. Da musste gut reinkommen. Und das haben wir geschafft mit einem frühen Tor durch Beck. Ganz, ganz wichtiges Ding. Das schauen wir uns dann nochmal in der Wiederholung an. Das war richtig krass. Ja, und dann läuft das fast schon so ein bisschen von alleine gegen so eine Mannschaft, muss man sagen. Düker. Lohkemper, ja, gut gemacht. Sieht oben den Mann, so wie es los. Sieht Türpitz. Oh, der war da nicht hingewollt. Nochmal die Möglichkeit. Ich gehe jetzt mal auf sehr defensiv. Probieren wir einfach mal. Kann man ja auch ein bisschen testen jetzt nochmal hier. Türpitz. Sowieso. Schöner Ball. Oh, wieder zu ungenau. Von Lohkemper auf Düker. Nochmal Busian. Dann läuft das jetzt so runter, Freunde. Dann läuft das jetzt hier so ganz entspannt die letzten 10 Minuten runter. Hoffentlich. Oder kommt hier Rostock nochmal ran? Waren jetzt schon länger nicht mehr gefährlich in der Offensive. Gut gemacht von Weil. Eingewechselte Mann. Erdmann. Ja, schön gespielt. Düker. Ah. Also Stand jetzt, ich lasse es mal, aber Stand jetzt gefällt mir das mit sehr defensiv überhaupt nicht, weil wir keinerlei Entlastung nach vorne kriegen, weil die Leute nicht mitlaufen. Sollten wir uns mal merken. Aber wir testen es mal. Vielleicht war das jetzt einfach nur zwei, drei dumme Aktionen. Erdmann, schöner Ball. Gut gespielt. Lohkemper. So wie es los. Schöner Ball nach außen. Möglichkeit, Freunde, vielleicht eine Flanke zu bringen. Die Flanke ist gut. Die Ablage ist gut. Der Kopfball ist auch nicht schlecht, aber da kommt nochmal einer. Nee, kommt keiner von Rostock ran. Erdmann köpft den von allein ins Aus. Gibt also nochmal den Abstoß. 5 Schüsse schon von Benjamina. Der Kerl geht ab, Freunde. Sollten wir uns vielleicht mal anschauen, den Benjamina, oder? Könnte er interessant werden für uns? Könnte der interessant werden? Ist bestimmt ist der ein ZM oder ein Stürmer? Schauen wir uns dann vielleicht mal an. Aufpassen, nochmal Nakayama nach oben gelegt. Und geblockt. Von Türpitz gibt nochmal die Ecke. 3 Minuten plus Nachspielzeit. Der Keeper ist mit vorne. Da geht jetzt nochmal richtig alles hier bei Rostock. Die wollen es nochmal wissen. Abgelegt, Hüsing, da ist der Keeper. Aufpassen, Vanevic, das ist stark gespielt. Abschluss dann von Ngwe Nwedo oder so, Ivedo. Nicht genau genug und wir haben wieder den Ball. Die letzte Minute, Jungs, dann ist es hier geschafft. Arbeitssieg. Och komm, was war das denn? Arbeitssieg, den wir hier einfahren, der absolut verdient ist. Und den wir auch, wie gesagt, einfahren mussten. Vielleicht gibt es sogar nochmal die Chance auf das vierte Türchen. Ja, die gehen auf volle Offensive. Langer Ball nach vorne, aber zu lang. Wie kann man denn den Ball verkacken, der Herr? Ich weiß leider nicht, wer ihn gespielt hat. Er hier war es. Hab leider den Namen nicht gesehen, aber das muss natürlich klappen. Wir gehen rein. 3-1 Sieg. Oder? Abseits? Nee, er pfeift einfach abseits, der Schiri. Vielleicht nochmal eine Aktion. Roter kann den Ball auch nicht annehmen. Was ist denn jetzt mit unseren Jungs los? Aber egal. 3-1 Sieg. Gegen Hansa Rostock Pflichtsieg geschafft, gegen die Jungs aus dem Tabellenkeller. Das nochmal das Tor hier. Schaut euch diese Butze an von Beck. Alter Vater, ey, das ist krass. Wir sind hier gerade in der dritten Liga, nur nochmal als kleine Info. Schauen wir nochmal in Realtime an. Wunderbar, und dann macht der einfach mal BATZ! Und kloppt den perfekt da rein. Ich könnte es mir den ganzen Tag lang anschauen. Mit einer Geschwindigkeit auch, die sondersgleichen sucht. Wir gehen mal ganz kurz rein. Warte, wir machen es mal von hinten. Wir machen es mal hier so. Freunde, schaut euch das an. Also, nimmt den Ball, legt ihn hier ab. Dann der wunderbare Ball in den Lauf. Und dann kloppt er den einfach da eisekalt in den Winkel. Batz. Und natürlich keine Chance für den Keeper. Was willst du da machen? Hammerding. Hammerding von Beck. Muss man ihn mal loben. Das war richtig stark. Und ihr seht, Rostock echt alles andere als eine schlechte Mannschaft. Aber die haben ja ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Und am Ende setzen wir uns durch. Also, Hut ab vor der Leistung trotzdem, der Rostocker, das ist nicht eines Tabellenletzten würdig. Das war um einiges besser, was die da gekickt und gezeigt haben. Also wenn man die Form hält, dann wird man da auf jeden Fall aus dem Tabellenkeller rauskommen. Trotzdem freuen wir uns natürlich über die 3 Punkte. Gar keine Frage. So, wir kriegen das Angebot wieder. SKA Khabarovsk, die wollen immer wieder was von uns. Für Schiller, das müssen wir uns gleich mal genau anschauen. Heinke, auch wenn ich nicht zu den Topspielern dieser Mannschaft gehöre, soll ich trotzdem mehr Einsätze bekommen, meint der Kerle. Das ist ja der junge Mann. Das ist ja der junge Mann hier mit der 63. Eventuell packe ich den wirklich da rein und wir überlegen uns, ob man Schiller da nochmal irgendwie dann ziehen lässt am Ende. Aber da werde ich auch nochmal eure Meinung abwarten zu Schiller. Ich glaube, Schiller war doch einer der Helden, oder? Die wir nicht verkaufen sollten. War da nicht was? Ich habe es leider mir nicht alles merken können. Ich glaube, da war was. Kann aber sein, dass ich mich irre. Kann auch gut sein. Wir werfen kurz einen Blick auf die Tabelle. Sind wir Tabellenführer, Jungs? Tabellenführung ist da, Fragezeichen, oder ist nicht da? Das ist jetzt natürlich eine große Frage nach dem Dreier. Gucken wir mal. Ich lasse es hier mal drin, damit wir dran denken. Huch, das wollte ich nicht. Die haben wir bisher alle abgelehnt. Ja, ich glaube, da war was. Wir sind Tabellenführer. Punktgleich mit Aalen. Allerdings Aalen ein schlechteres Torverhältnis. Dementsprechend haben wir es wieder gepackt.
Wir grüßen von der Spitze. Sehr, 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 sehr geile Geschichte. 7 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden. Ich denke, das ist eine sehr ordentliche Bilanz. Wir haben die viertbeste Abwehr nur der Liga. Wir haben ja Halle, den Halleschen FC mit 5 Gegentoren, Wien mit 4. Chemnitz 5, nochmal 5, nochmal. Eieiei. Naja, also noch nicht so ganz so stark. Da können wir uns verbessern, aber dafür mit Abstand den besten Sturm. Also ja, auch schon mal positiv. Ne? Lieber so, dass wir viele Tore machen und auch ein paar Gegentore kriegen, als dass wir jetzt hier nach 7 Spielen genau diese gleiche Punktzahl haben, aber irgendwie 7:0 Tore. Das wäre irgendwie nicht so cool. Das passt schon. Das passt. Damit bin ich sehr zufrieden. So, wir gehen mal rein ins Training. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist es gespeichert, okay. Ihr habt gemeint, in der Defensive soll ich mal den Lappen rausnehmen hier, weil der schon 24 ist und dafür nochmal den Heinke nochmal trainieren. Das können wir gerne, gerne tun. Dann mache ich hier mal Dribbling-Ballbesitz. Warum Dribbling-Ballbesitz? What? Achso, weil wir Abwehr nicht machen dürfen. Dann bräuchten wir irgendwas mit Passspiel oder so vielleicht. Kurzer Passübersicht, dann machen wir das zumindest mal. Dann machen wir das mal. Passspiel vielleicht aus der IV raus auch nochmal besser, wenn der nicht unbedingt eine 28 hat. Und dann werde ich das schnell überschreiben. Okay. Und dann können wir das simulieren. Auf geht's. Und wir gucken jetzt uns nochmal ganz eben schnell fix die Ziele an. Heinke geht gleich mal hoch auf eine 64. So muss das. Hä, warum ist der denn jetzt? Jetzt ist wieder Lappe da. Hä? Ich habe doch den gerade ausgetauscht. Bin ich blöd? Oder habe ich hier... Ach, ich habe wahrscheinlich nur die andere geladen. Was ein großartiger FIFA-YouTuber, Freunde. Unfassbar, oder? So, Zwickau steht vor der Tür. Ey, Topspiel, oder? Topspiel, Fragezeichen. Topspiel. Erster gegen Dritter. Können wir uns weiter absetzen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auswahl jetzt in Zwickau. Das wird sehr, sehr interessant. Und Ziele, Ziele, Ziele. Zwickau zuletzt gewonnen gegen Preußen Münster. Schauen wir mal, ob nochmal eine Nachricht reinkommt zu irgendwas Transfertechnischem. Wenn nicht, dann, wie gesagt, guck mal, der war ganz böse gerade bei den News. Angebot für Gerrit Müller. Okay, Preußen Münster, das ist sehr interessant. Das werde ich jetzt nochmal kurz angehen. 220.000 wert. Versuche ich nochmal kurz zu verhandeln. Allerdings nehme ich den auch für einen deutlich geringeren Wert. Aber ich kann natürlich mal verhandeln versuchen. Oh, 220, das wäre absolut in Ordnung. 220, Angebot absenden. Und was sagt er? Jawohl, okay, ab dafür, passt. Vertreter von Münster, sehr schön. Gerrit Müller kann weg. Schiller müssen wir, wie gesagt, warten noch. So, das lasse ich hier mal drin. Und dann gehen wir wir haben englische Woche. Wir haben eine englische Woche, Jungs. Krass. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz rein in die Ziele, in mein Büro. So, um da mal zu schauen, was Sache ist. Erhöht den Vereinswert über 3 Saisons um 100%. Haben wir noch aktuell gar nichts. Nachwuchsentwicklung, verpflichtet mindestens 2 Spieler unter 20 Jahren. Das kriegen wir aber langsam hin. Da haben wir ja schon jemanden geholt. Das schauen wir uns aber auch gleich nochmal an. Aber ich glaube, da haben wir jemanden geholt, ne? Markenpräsenz, verpflichte einen Stürmer kurzfristig. Mittlere Priorität haben wir nicht erfüllt. Müssen wir vielleicht mal in der Winterpause schauen oder jetzt schon mal in den Vorvertragsverhandlungen. Aber ich verstehe es halt einfach nicht. Wir haben 3 Superstürmer, wir haben eigentlich 4 Leute. Warum ist das Ziel so wichtig, Magdeburg? Why? Wir haben Beck, wir haben wir haben Lohkämper, wir haben Beck, wir haben so viel. Warum sollten wir? Finanziell, das ist das, was wir gesehen haben. Ligameister, das schaffen wir. Höchste Priorität, das sollten wir ja hinkriegen. Das schaffen wir aktuell, das ist immerhin gut. Also, Meister werden ist krass, aber zumindest mal einen Aufstieg schaffen. Aber mit Meisterschaft sieht es ja auch gut aus. Ja, aber gut, Jungs. Werden wir sehen. Ich würde sagen, das war es jetzt soweit erstmal von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat an der Stelle, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin soweit jetzt erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen guten, was haben wir denn heute? Dienstag. Nee, Mittwoch ist heute. Ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Ja, ich nehme die Folge gerade auf. Bei mir ist 11.46 Uhr. Einen schönen Mittwochabend und Nachmittag und was auch immer. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit der Interkarriere. Haut rein, macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.